Im Zweiten Weltkrieg entkommt ein deutsches U-Boot zahlreichen Wasserbomben und Luftangriffen. Sie versenken laufend feindliche Schiffe und schaffen es immer wieder zurück in den Hafen. Es ist schon unglaublich, wie lange sie den ständigen Angriffen standhalten konnten. Sie mussten 73 Schnelltauchmanöver durchführen und haben es trotzdem heil zurückgeschafft. Das ist sehr beeindruckend. Im Frühjahr 1944 greift dann ein Jagdverband der Alliierten das U-Boot an. Ich brauche Schadensmeldungen! U-515 wird auf seine bislang härteste Probe gestellt. Im Zweiten Weltkrieg ermöglichten U-Boote eine neue Kriegsführung. Mit Taktik und Feuerkraft griffen sie aus der Tiefe heraus an. Der Feind schlug erbarmungslos zurück. Mit revolutionären, aber auch einfachen Taktiken sollte der Verlauf des Krieges entschieden werden. Ihre Geschichten wurden zu Legenden. November 1943. Das deutsche U-Boot U-515 entdeckt einen riesigen Feindkonvoi vor der Küste Portugals. 12 Zerstörer begleiten insgesamt 66 Schiffe, darunter 11 Panzerlandungsschiffe für die Landung in der Normandie. Großadmiral Karl Dönitz hat 26 U-Boote mit der Jagd auf den Konvoi beauftragt. Der deutsche Geheimdienst hat von diesem großen Konvoi erfahren. Und Dönitz wollte ihn mit allen Mitteln stoppen. U-Boot-Kommandant Kapitänleutnant Werner Henke muss deshalb seine Position den anderen U-Booten mitteilen. Dafür taucht er 20 Kilometer von den Feindschiffen entfernt auf. Dann entdeckt jedoch ein Flugzeug das U-Boot und Henke muss wieder abtauchen. Alle antauchen! Schneller! Er kann seine Nachricht nicht überbringen. U-515 ist auf sich allein gestellt. Der Flieger dreht wieder ab. Plötzlich sieht Henke über das Periskop aber, wie sich zwei Schiffe aus dem Konvoi lösen. Sie kommen direkt auf ihn zu. Es ist Henkes 5. Feindfahrt. Seine erste unternahm er ein Jahr zuvor, bei der er 9 Schiffe versenken konnte. Er hat sich einen exzellenten Ruf erarbeitet. Seine Erfolge sind bemerkenswert, vor allem weil die Deutschen von den Alliierten im Atlantik immer weiter zurückgetrieben werden. Doch sein Erfolg hat auch Schattenseiten. Im März 1943 ist er Thema einer Rundfunkübertragung der Alliierten. Sie werfen ihm vor, auf Überlebende des versenkten britischen Passagierschiffs Ceramic geschossen zu haben. Auch in Deutschland polarisiert Henke. Er ist ein Außenseiter in der Kriegsmarine. Dort werden Tugenden wie Zurückhaltung, Besonnenheit und Selbstdisziplin großgeschrieben. Er ist genau das Gegenteil von all dem. Selbst seine Mannschaft bringt er gegen sich auf. Er zwingt manche Unteroffiziere dazu, an Bord von U-515 zu bleiben, obwohl diese auf anderen U-Booten höhere Ränge erreichen könnten. Henke hat in Dönitz jedoch einen hochrangigen Unterstützer. Dönitz mag Querdenker. Er lässt Henke weiterwalten, solange er entsprechende Ergebnisse liefert. Und nun müssen es Henke und seine Männer allein gegen 2 feindliche Zerstörer aufnehmen. Die Schiffe haben eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten. Dagegen hat das U-Boot keine Chance. Ihnen bleibt nur der Angriff. Torpedo 5 laden. Henke bereitet den Einsatz einer neuen Waffe der Kriegsmarine vor, dem akustisch gesteuerten Zaunkönig-Torpedo. Die akustische Zielsuchtechnik war damals sehr fortschrittlich. Los! Nachdem der Torpedo abgefeuert wurde, steuerte er direkt auf die größte Lärmquelle in der Nähe zu. Das waren normalerweise Schiffsschrauben. Doch der Torpedo verfehlt sein Ziel. Mist!
Die Feindschiffe kommen U-515 immer näher. Das Echolot hilft zwar dabei, U-Boote in der Tiefe aufzuspüren, es funktioniert aber nicht immer perfekt. Vor allem, wenn man während der Suche Höchstgeschwindigkeit fährt. Langsamer fahren und dann das Ziel anvisieren, birgt aber ein anderes Problem. Bei der Vorbereitung des Angriffs verliert man sein Ziel kurz aus den Augen. Henke will unbedingt an die Oberfläche und seine Nachricht übermitteln. Der Feind verfehlt ihn mit seinen Wasserbomben. Und Henke taucht auf Periskoptiefe auf. Ein Fehler. Das Periskop ist die einzige Möglichkeit, aus dem U-Boot zu sehen. Das Problem ist nur, dass man dann für alle sichtbar und angreifbar ist. Henke hat sein Ziel im Blick und lässt einen weiteren Zaunkönig-Torpedo abfeuern. Los! Lieutenant Commander Robert Bristow ordnet an Bord der HMS Chanticleer einen Angriff auf die letzte bekannte Position des Periskops in 2 Kilometern Entfernung an. Seine Männer bereiten 10 Wasserbomben vor. Die ersten 2 sind unterwegs. Und dann trifft Henkes Torpedo das Schiff. Das Ruder wurde aus dem Wasser geschleudert und krachte dann aufs Deck, wo es einigen Schaden anrichtete. 30 Besatzungsmitglieder sterben. Henke bekommt von seinem Treffer nichts mit. Denn fast zur gleichen Zeit detoniert eine Wasserbombe. 110 Meter Tiefe. Er lässt tiefer tauchen, um dem Angriff zu entkommen. Trotz des enormen Schadens kämpft die Crew der Chanticleer weiter. Wenn man ein U-Boot auf dem Sonar hat, gibt man nicht so einfach auf. Das macht eine gute Schiffsbesatzung aus. Innerhalb von wenigen Minuten hat die Chanticleer U-515 wieder auf dem Schirm. Die Deckschützen feuern sofort auf die Stelle, an der wegen der Wasserbomben Luftblasen aufsteigen. Damit wollen sie das U-Boot an die Oberfläche zwingen. Währenddessen strömt langsam Wasser in das U-Boot. Die Wasserbomben haben das Boot nur beschädigt, aber nicht zerstört. Der Druckluftkompressor wurde abgerissen, dabei aber nicht wirklich beschädigt. Henke will weiter mit einem Tauchmanöver entkommen. Schafft er das, kann er endlich an die Oberfläche kommen und die Position des Konvois durchgeben. Das zweite Feindschiff verfolgt U-515 jedoch auf Schritt und Tritt. In den nächsten 3 Stunden hat die HMS Crane das U-Boot insgesamt 7-mal auf dem Sonarschirm. Wir haben sie. 1,3 Kilometer entfernt, Kurs 270. Jedes Mal werfen sie 10 Wasserbomben ab. Nach jedem Angriff versucht die U-Boot-Crew, die Schäden provisorisch zu reparieren. Die Luft wird langsam knapp. Ihnen läuft die Zeit davon. Im Zweiten Weltkrieg hatten U-Boote nur kleine Luftreserven. Und in Notfallsituationen wurde auch noch viel mehr Sauerstoff verbraucht, weil alle richtig anpacken mussten. U-515 hat einen britischen Zerstörer stark beschädigt. Nun müssen sie aber noch dem zweiten entkommen. Auf 100 Meter tiefer gehen! Henke ordnet schnelle Kurswechsel an, um nicht von den Wasserbomben getroffen zu werden. Steuerbord, 15 Grad. Dann hat das U-Boot die HMS Crane abgehängt. Der Zerstörer dreht ab! Der Hydrofontechniker informiert Henke darüber. Mit 2 Knoten. U-515 kann endlich auftauchen und die Crew wieder durchatmen. Sofort werden die Schäden begutachtet. Die Wasserbomben haben das Boot stark beschädigt. Das waren nicht nur kleine Lecks. Sie mussten aufpassen, dass es die Balance hält, um nicht zu sinken. Die Techniker liefern Henke einen Schadensbericht. Der leitende Techniker an Bord, Georg Mahnken, empfiehlt, zurück in den Hafen zu fahren. Günther Altenburger widerspricht seinem Vorgesetzten jedoch. Um zurück nach Lorient zu gelangen, müssen sie durch den Golf von Biscaya fahren.
der bei den Männern auch als U-Boot-Friedhof bekannt ist. Die Alliierten können diese Region nämlich vom Vereinigten Königreich aus leicht mit Flugzeugen überwachen. Und aufgrund der starken Beschädigungen wäre U-515 leicht zu entdecken. Sie hatten ein Ölleck und zogen deshalb eine lange Spur nach sich. Es war fast wie eine Blutspur. Das würde es den Jägern natürlich leicht machen. Altenburger hält die Idee, zurückzukehren, für das sichere Todesurteil. Henke muss eine Entscheidung treffen. Die Schäden am U-Boot U-515 sind beträchtlich. Aber sind sie so schlimm, dass das U-Boot sofort zurück in den Hafen fahren muss? Folgt Werner Henke der Empfehlung seines Cheftechnikers Georg Mahnken an Bord? Günther Altenburger schlägt vor, dass sie die größten Lecks erstmal provisorisch reparieren und die lange Rückfahrt verschieben. Henke entscheidet sich für Altenburgers Vorschlag. Am 22. November versteckt sich U-515 in der Nähe der Kanarischen Inseln. Die Crew macht sich an die notwendigsten Reparaturarbeiten. Dank der bemerkenswerten Arbeit von Altenburger ist U-515 nach nur 2 Tagen wieder einsatzbereit. Ein U-Boot kann nicht alle Angriffe wegstecken. Der Techniker warnt deshalb davor, weitere Schäden zu riskieren. Sonst würden sie es nicht mehr heil zurückschaffen. Aber Henke kann seiner Angriffslust nicht widerstehen. Er versenkt 2 britische Frachter und ein weiteres Schiff vor der Küste Westafrikas. Erst dann nehmen sie Kurs Richtung Hafen. Das U-Boot ist praktisch ein schwimmendes Wrack. Der Heimweg wird ziemlich holprig. Auch die Energieversorgung funktioniert nicht mehr richtig. Durch die Angriffe wurden die Batterien so beschädigt, dass sie schnell an Ladung verlieren. Deshalb muss die Mannschaft sie ständig aufladen. Das war bisher kein großes Problem. Doch um nach Lorient zu kommen, müssen sie durch den Golf von Biscaya. Und mit leeren Batterien kann das U-Boot keine Tauchgänge durchführen. 10. Januar 1944. U-515 läuft in den Golf von Biscaya ein. Henke lässt 4-mal an die Wasseroberfläche gehen, um die Batterien aufzuladen. Aber jedes Mal müssen sie Luftangriffen ausweichen und wieder abtauchen. Sie tauchen langsam die Küste des neutralen Spaniens entlang. Um 16 Uhr geben die Batterien nach 22 Stunden schließlich komplett den Geist auf. Die Elektromotoren fallen aus. Mitten im Ozean wäre das eine Katastrophe. Aber zum Glück ist U-515 gerade in seichten Küstengewässern unterwegs und sinkt unbeschadet auf den Meeresgrund. Das Boot hat noch genug Energie für einen letzten Aufstieg, doch der darf nur im Schutz der Dunkelheit gewagt werden. Die Royal Air Force fliegt unaufhörlich Patrouillenflüge über dem Golf von Biscaya. Zu diesem Zeitpunkt des Krieges ist die Jagd auf U-Boote enorm effektiv. Die Flugzeuge sind mit sehr guten Radargeräten ausgestattet. So werden U-Boote schnell erkannt und können deshalb leichter angegriffen werden. Der Druck auf die U-Boote wird also immer größer. Die Crew weiß, dass sie vor Sonnenuntergang nicht an die Oberfläche kommen darf. Sie bleiben deshalb weitere qualvolle 3 Stunden unter Wasser. Sobald es dunkel ist, ordnet Henke an, mit dem letzten Rest Energie aufzutauchen. Dann springen die Dieselmotoren wieder an. Sollten sie von einem Flugzeug entdeckt werden, wird es brenzlig. Es ist fraglich, ob ein weiterer Tauchgang funktionieren wird. Aber sie haben Glück. Am Himmel ist kein Flugzeug zu sehen. Henke will nichts mehr riskieren und fährt die iberische Küste entlang Richtung Heimathafen. Portugals und Spaniens Haltung im Krieg ist schließlich neutral. Erst das letzte Stück nach Lorient und damit in die Sicherheit lässt er durchs offene Meer fahren.
Am Morgen des 14. Januar entdeckt die Crew von U-515 zwei deutsche Minenräumboote. Die sollen sie sicher in den Hafen begleiten. Doch kurz bevor sie es geschafft haben, werden sie von zwei britischen Jagdbombern überrascht. Aber so kurz vor dem Erreichen des Ziels gibt sich das U-Boot nicht geschlagen. Sie eröffnen das Feuer auf die Flugzeuge und schlagen sie in die Flucht. Um 18 Uhr erreicht U-515 endlich Lorient. Diese fünfte Feindfahrt ist nicht wegen der Anzahl der versenkten Schiffe bemerkenswert. In den vorherigen war Henke da viel erfolgreicher. Das Erstaunliche ist, dass er das U-Boot trotz der großen Schäden heil nach Hause gebracht hat. Das zeigt, welch grandiose Leistung er und seine Mannschaft vollbracht haben, gerade in dieser Phase des Krieges. Das ist absolut erstaunlich. 11 Wochen später, am 29. März 1944, verlässt das vollständig reparierte U-Boot Lorient wieder. Einen Tag später schicken die Alliierten im 1600 Kilometer entfernten Casablanca einen Jagdverband los. Solche Trupps nennen sie Hunter Killer Group. Es ist ein Verband aus Zerstörern, Begleitschiffen, Flugzeugträgern und Jagdbombern. Bis dahin einzigartig im Krieg. Diese Jagdverbände sind das Ergebnis der Erfolge der Alliierten und der verstärkten Produktion. Seit Juni 1943 konnten die Alliierten zahlreiche neue Zerstörer bauen. Die Dominanz der Deutschen im Atlantik schwindet langsam. Und so werden dort weniger Schiffe gebraucht. Das Ziel ist es, zu verhindern, dass die Deutschen mithilfe ihrer U-Boote wieder die Oberhand gewinnen. Die Schiffe der Hunter Killer Group sollen, wie der Name schon sagt, zuerst die U-Boote jagen. Sie finden und sie dann zerstören. Die US Navy Task Group 2112 besteht aus dem Geleitflugzeugträger USS Guadalcanal mit 23 Avenger und Wildcat-Bombern und 4 Geleitzerstörern. Einen Flugzeugträger in seinem Konvoi oder in seiner Nähe zu haben, ist ein riesiger Vorteil. Man hat dann die Flugzeuge sofort einsatzbereit vor Ort und nicht in tausenden Kilometern Entfernung. So ein mobiler Flugplatz macht den Unterschied aus. Kapitän Daniel Gallery leitet den Konvoi. Gallery ist in Chicago in Illinois aufgewachsen. 1942 war er der Kommandant der US Navy Basis in Reykjavik, wo er sich für seine Erfolge im Kampf gegen die U-Boote den Bronze Star verdient hat. 1943 übernimmt er dann das Kommando einer Hunter Killer Group an Bord der USS Guadalcanal. Gallery war ein Navy-Pilot. Er war sehr kreativ und wollte Neues ausprobieren. Er war ein sehr guter Kapitän. Doch seine erste Feindfahrt verlief holprig. Der erste Einsatz der USS Guadalcanal war ein echtes Desaster. Ein Pilot kehrte von einem Flug nicht zurück. Und dann gab es noch einen missglückten Landeversuch eines anderen Flugzeugs, wodurch danach keine Flieger mehr an Deck landen konnten. Gallery wies die restlichen Maschinen daraufhin an, im Wasser zu landen. Die Piloten wurden gerettet, die Bomber waren aber verloren. Am Ende des Einsatzes waren schließlich von ursprünglich 21 Flugzeugen nur noch 6 flugfähig. Gallery hatte zwar Verluste erwartet, aber das überstieg jegliche Erwartungen. Gallery und seine Crew wollen es unbedingt besser machen und machen sich auf den Weg zurück in den Atlantik. Hunderte Kilometer entfernt schafft es die U-515 heil durch den gefährlichen Golf von Biscaya und fährt ins offene Meer. Sie erhalten den Befehl, vor der afrikanischen Goldküste Schiffe der Alliierten anzugreifen.
Das Ziel der Mission ist für Henke unverändert. Er will so viele Schiffe wie möglich versenken. 8. April 1944. Die Spannung an Bord der USS Guadalcanal steigt. Es herrschen die perfekten Bedingungen für ein Experiment. Bislang wurden auf diesen Schiffen noch keine Landungen während der Nacht versucht. Sollte das klappen, wäre das ein enormer Vorteil für die Alliierten. Gallery will es wagen. Er wollte es unbedingt schaffen. In der Nacht zu fliegen ist kein Problem. Das Schwierige ist nur die Landung. Das Deck ist klein und nur spärlich beleuchtet, weil man sonst seine Position verraten würde. Und mitten auf dem Atlantik kann der Seegang auch schon mal etwas kräftiger sein. Um 18 Uhr starten 4 Avenger-Jäger vom Deck der USS Guadalcanal. Kurz danach berichten die Piloten jedoch von einem aufziehenden Sturm. Gallery ist enttäuscht. Er wollte später am Abend noch in kompletter Dunkelheit Flüge versuchen lassen. Diese muss er wegen des Wetters absagen. Plötzlich wird der Plan durch eine zufällige Sichtung erneut geändert. Feindlicher Flieger! Alarm tauchen! Alarm! U-515 wurde von einem von Galleries Bombern gesehen. Das U-Boot muss schnell entkommen, bevor die Schiffe des Jagdverbands angreifen. Die Lage des deutschen U-Boots U-515 spitzt sich zu. Los! Feindlicher Flieger! Diese Region ist für Flugzeuge, die von Land aus starten, nicht erreichbar. Aber der Avenger-Jagdbomber kommt von einem Flugzeugträger. Und der Kapitän des Jagdverbands lässt nun auch noch mitten in der Nacht Angriffe fliegen. Sir, wir haben Kontakt mit dem U-Boot. Alles klar. Kapitän Daniel Gallery bekommt von der Entdeckung von U-515 jedoch nichts mit. Die Avenger-Flieger kehren zur USS Guadalcanal zurück. Bei der Nachbesprechung des Einsatzes sagt ein Pilot plötzlich: Kapitän, ich hätte Sie fast erwischt. Gallery weiß nicht, wovon er spricht. Der Pilot daraufhin: Das U-Boot. Wurde meine Nachricht nicht weitergeleitet? Nein. Gallery entschließt sich dazu, das U-Boot zu verfolgen. Er befiehlt seinen Männern, eine Stunde zu warten, sodass sich U-515 in falscher Sicherheit wiegt. Dann sollen die Piloten erneut auf die Jagd gehen. Eine der wichtigsten Lektionen, die die Alliierten im Ersten und Zweiten Weltkrieg gelernt haben, war, dass man U-Boote immer beschäftigen muss. Und Flugzeuge können das am besten. Um 23.15 Uhr starten 2 Avenger-Torpedobomber. Nach einer Stunde entdeckt einer das U-Boot an der Wasseroberfläche. Er wirft 2 Wasserbomben ab. Die Mannschaft von U-515 erwidert das Feuer mit ihrem Deckgeschütz. Dann ordnet Henke einen Tauchgang an. Die Jagdflugzeuge verlieren das U-Boot aus den Augen. Obwohl sie gerade erneut entdeckt wurden, will Henke den Kurs nicht ändern. Er weiß nicht, dass die Flieger zu Schiffen ganz in der Nähe gehören. Er hört sie auf seinen Hydrofonen nicht. Also denkt er, dass sie in Sicherheit sind. Er ist sich der Gefahr nicht bewusst. Und das ist fatal. Galleries Nachtflugexperiment ist mit 2 U-Boot-Sichtungen innerhalb von wenigen Stunden schon ein voller Erfolg. Jetzt will er unbedingt mehr. 9. April 1944, Ostersonntag. Die Batterien von Henkes Boot sind schon wieder leer.
Ihm bleibt keine andere Wahl, als wieder aufzutauchen. Mit leeren Batterien ist er völlig machtlos. Dann kann das U-Boot nicht mehr tauchen und sich vor Angriffen schützen. Seit mehreren Stunden gab es keinen Feindkontakt mehr. Henke lässt an die Wasseroberfläche gehen. Er stationiert so viele Wachleute und Schützen wie möglich an Deck. Es bleibt ruhig, bis den Wachen nach 45 Minuten in der Ferne etwas auffällt. Es sind Feindschiffe. Unter ihnen ist auch ein Flugzeugträger und sie kommen direkt auf sie zu. Plötzlich taucht aus dem Nichts direkt über ihnen ein Avenger-Bomber auf. Die Schützen feuern sofort auf das Flugzeug. Doch die 37mm Kanone hat eine Ladehemmung. Das kleinere 20mm Geschütz funktioniert aber zum Glück noch. Der Avenger-Pilot wirft Wasserbomben ab, muss dann aber aufgrund des Beschusses abdrehen. Die Wasserbomben verfehlen das U-Boot. Henke ordnet sofort ein Schnelltauchmanöver an. An Bord der USS Guadalcanal will Gallery, dass zusätzliche Jagdflugzeuge und die beiden Geleitzerstörer USS Pillsbury und Flaherty sich auf die Suche nach dem U-Boot machen. Volle Kraft voraus. Die Zerstörer sind mit einer neuen Waffe ausgestattet, dem Hedgehog, also Igel. Sie wurde so genannt, weil sie wie die Stacheln eines Igels aussah. Sie konnte 24 Granaten werfen und deckte im Wasser eine runde Fläche ab. Der große Vorteil ist, dass beim Einsatz dieser Waffe der Sonarkontakt zum U-Boot nicht abreißt. Sie beeinflusst das Signal nicht. Und so kann man mehrere Angriffe nacheinander ausführen. Henke lässt auf eine Tiefe von 200 Metern gehen. Quälend lange 30 Minuten warten die Männer auf die Explosionen der Wasserbomben. Dann hören sie, wie sich die Schiffe nähern. Die USS Pillsbury startet den ersten Hedgehog-Angriff. Feuer frei. Eine Ladung trifft das U-Boot und explodiert. Es war jedoch kein direkter Treffer. Dieser hätte die Außenhaut des Bootes zerstört. Henke muss etwas riskieren, um zu entkommen. Die maximale Tauchtiefe liegt bei etwa 200 Metern. Steuerbord 15 Grad. Aber um den Hedgehog-Angriffen auszuweichen, müssen sie noch tiefer gehen. Hält das U-Boot das durch? Die Hunter Killer Group erhöht den Druck auf U-515. Feuer frei. Die Hedgehog-Angriffe werden immer bedrohlicher. Steuerbord 15 Grad. Kommandant Werner Henke versucht, tiefer als die eigentliche Maximaltiefe des Bootes zu tauchen. Die tatsächliche Zerstörungstiefe eines U-Boots kennen die Kapitäne nicht. Es gibt eine Tiefe, bis zu der das Boot einen Tauchgang sicher übersteht. Aber alles, was darunter liegt, ist Glückssache. Das U-Boot hält dem Druck stand. Henke muss einen Weg finden, um den Schiffen zu entkommen. Er hat noch ein Ass im Ärmel. 110 Meter Tiefe. Den Bolt. Das ist ein kleiner Zylinder, der mit einer chemischen Substanz gefüllt ist. Über eine Schleuse wird dieser nach draußen befördert. Und sobald die Substanz mit Wasser in Kontakt kommt, entstehen Luftblasen. Die Luftblasen sind für andere Schiffe dann als U-Boot sichtbar. Das Calciumhydrid verursacht eine große Menge Luftblasen, die auf Sonargeräten wie ein U-Boot wirken. Sonarkontakt auf Kurs 135.
Kurs ändern. Kurs ändern! Es funktioniert. Die Täuschkörper lenken die Geleitzerstörer ab. Henke und seine Männer hören, wie sich die Schiffe von ihnen entfernen. An der Wasseroberfläche stößt der Zerstörer USS Chatelaine zu Flaherty und Pillsbury. Doch sie fahren in die falsche Richtung. Sie suchen 2 Stunden lang, aber das U-Boot ist entkommen. Gallery lässt die ganze Zeit über Flugzeuge in der Luft, aber auch sie entdecken nichts. Auch wenn sie das U-Boot nicht sehen können, könnte es noch immer in ihrer Nähe sein. Es besteht also die Gefahr, dass U-515 sie angreift. Gallery ruft den 4. Geleitzerstörer, die USS Pope, hinzu, um den Flugzeugträger zu schützen. Sonarkontakt. Das Sonargerät der Pope entdeckt etwas in rund 600 Metern Entfernung. Kurs 090. Wir haben Kontakt auf 090. Es ist U-515. Feuern Sie die Hedgehogs. Die USS Pope eröffnet das Feuer mit 2 Hedgehog-Ladungen. Beide verfehlen das Ziel. Sie glauben, dass das U-Boot zu tief für die Hedgehog-Geschosse ist. Die Pope versucht es mit Wasserbomben. Eine der Bomben verursacht ein Leck. Das Problem ist, dass U-515 sich sehr tief unter der Wasseroberfläche befindet. Aufgrund des hohen Drucks in der Tiefe strömt sofort viel Wasser ins Boot. Und dadurch gelangt es außer Balance. Die Crew versucht, dem durch das Umpumpen des Wassers in den Tanks entgegenzuwirken. Die USS Pope verringert die Fahrt auf 10 Knoten, um das U-Boot besser orten zu können. Sie wollen aus nächster Nähe Wasserbomben auf ihr Ziel werfen. Henke versucht, seinem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein. Er will mit einem scharfen Wendemanöver entkommen. Das ist seine letzte Möglichkeit. Er versucht, den Wasserbomben auszuweichen und probiert dabei alles aus, was er je gelernt hat. Wahrscheinlich hat er in der Verzweiflung sogar einige Manöver neu erfunden. Wenn U-515 mit den schnellen Kurswechseln nicht davonkommt, könnte das das Ende des U-Boots bedeuten. Die USS Pope wirft 13 Wasserbomben direkt über ihnen ab. Das U-Boot kann einem direkten Treffer gerade so ausweichen. Die Bomben fallen auf das Heck des Boots und detonieren erst unter ihr. Eine Wasserbombe muss ein U-Boot nicht unbedingt direkt treffen. Es reicht, wenn die Explosion in der Nähe stattfindet. In diesem Fall reißt sie einen Ballasttank auf und zerstört Leitungen. Es strömt immer mehr Wasser und nun auch Diesel in den Torpedoraum im Heck. Das Wasser zieht das Heck des Bootes um mehr als 20 Grad nach unten. Altenburger versucht verzweifelt, die Lecks zu reparieren. Währenddessen laufen die anderen Crewmitglieder in den Vorderteil des U-Boots, um es mit ihrem Körpergewicht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Oben hält der Kapitän der USS Pope Ausschau nach Anzeichen für ein sinkendes U-Boot. Die USS Chatelaine kommt zur Unterstützung. Altenburger hat mittlerweile die größten Lecks gestopft. Er warnt Henke, dass das U-Boot keine weiteren Schäden mehr überstehen wird. Was ist? Wir kriegen die Maschine hier nicht mehr hin. Wir müssen auf jeden Fall umdrehen. Wasserbomben abwerfen. Die Pope wirft 3 weitere Ladungen Wasserbomben ab.
Die letzte zerstört die provisorischen Reparaturen von Altenburger. Die Lecks sind nun wieder offen. Die Lage der Mannschaft wird immer hoffnungsloser. Sie versuchen, die wasserdichte Tür zum Motorraum zu schließen, damit das Boot nicht weiter geflutet wird. Aber die Tür ist kaputt. Das Wasser steigt immer höher. Wenn der Maschinenraum geflutet ist, bricht die Energieversorgung zusammen. Dann ist es vorbei. Dann funktionieren weder die Pumpen noch der Antrieb. Das Boot wäre verloren. U-515 sinkt durch das Wasser immer weiter. Ich brauche Schadensmeldungen! Henke erhöht die Geschwindigkeit und lässt Treibstoff ab. Er versucht mit allen Mitteln, das U-Boot ins Gleichgewicht zu bringen und das Sinken zu stoppen. Die Schäden am Heck sind schlimm. Die Lage wird für die Mannschaft von U-515 immer aussichtsloser. U-Boot-Kommandant Werner Henke und seine Männer schaffen es gerade noch so, den letzten Ballasttank mit Luft zu füllen. Dadurch wird das Boot leichter. In einer Tiefe von 200 Metern kommt U-515 wieder ins Gleichgewicht. Doch dann übersteuert das U-Boot. Das Wasser aus dem Heck strömt nach vorne und plötzlich herrscht am Bug Übergewicht. Das Boot rast nun mit dem Heck voraus Richtung Wasseroberfläche. Dort warten noch immer die Amerikaner. Während die U-515 nach oben steigt, verliert die Pope den Sonarkontakt zum Boot. Die USS Chatelaine bekommt sie dafür auf den Schirm. Kommandozentrum, wir haben U-Boot-Kontakt. Der befehlshabende Offizier ordnet einen Wasserbombenangriff an. Aus dem Nichts taucht plötzlich das U-Boot steil aus dem Wasser auf. Es ist völlig außer Kontrolle. Henke befiehlt, das Boot zu verlassen. Er klettert auf die Brücke. Die Geleitzerstörer Pope, Chatelaine und Flaherty umzingeln U-515. Auch die Pillsbury und die USS Guadalcanal nähern sich dem U-Boot. Um sie herum sind überall amerikanische Schiffe und über ihnen kreisen die Jagdbomber. Das war's endgültig. Die Alliierten halten Henkes Kapitulation für einen Angriffsversuch. Die ganze Mannschaft hat das Boot verlassen. Gallery denkt, dass sie an die Deckgeschütze wollen, um sich zu verteidigen. Deshalb lässt er auf sie schießen. Feuer eröffnen. Ein 76mm Geschoss schlägt im unteren Teil des Kommandoturms ein und entzündet Wasserstofftanks. Sofort greift das Feuer auf die Munition über und das ganze Boot brennt. Über U-515 steht eine riesige Rauchwolke. Auch die Jagdflugzeuge feuern auf das U-Boot. Einige Männer befinden sich noch im Vorderteil des Boots und haben den Befehl zur Kapitulation nicht mitbekommen. Als sie die Lage realisieren, entkommen sie dem Feuer knapp durch die Luken. Ein Wildcat-Bomber feuert weiter auf das Boot und tötet mehrere Männer, die im Wasser schwimmen. Feuer einstellen! Einstellen! Einstellen!
Henke wird direkt nach dem Untergang von U-515 von der Chatelaine an Bord geholt und noch am selben Tag auf die Guadalcanal gebracht. Am nächsten Tag versenkt Galleries Jagdverband auch noch U-68. Seine Nachtflugeinsätze sind so erfolgreich, dass sie in der Navy gängige Praxis werden. Nach dem Angriff auf U-515 entscheidet sich Gallery dazu, ein U-Boot zu kapern. Auf seiner nächsten Feindfahrt bringt er U-505 unbeschädigt unter Kontrolle. Gallery wusste um die enorme Bedeutung der daraus gewonnenen Erkenntnisse. Er hat das U-Boot nicht einfach so aufgebracht, um damit prahlen zu können. Ihm ging es um die militärische Bedeutung. Das ist bemerkenswert. Werner Henkes Geschichte ging hingegen weniger positiv aus. An Bord der Guadalcanal erzählt er, dass er in einem Rundfunkbeitrag der Alliierten als Kriegsverbrecher dargestellt wurde. Als Kapitän Gallery davon erfährt, hofft er, dass Henke aus Angst vor einer Auslieferung an die Briten bereitwilliger Fragen beantwortet. Er fälscht einen Brief, in dem die britischen Behörden um die Auslieferung von Henke bitten. Es funktioniert. Henke verspricht, alle Fragen zu beantworten. Gallery schrieb später, dass er auf keinen Fall einen seiner Gefangenen an die Briten ausgeliefert hätte. Seine Absicht war, sie in die USA zu bringen. Am 3. Mai 1944 wird Werner Henke ins geheime Verhörzentrum Fort Hunt in der Nähe von Washington D.C. gebracht. Henke hat geschworen, bei den Befragungen zu kooperieren. Jetzt jedoch weigert er sich, die Fragen zu beantworten. Er sagte: Ich wurde zu dieser Zusage gezwungen. Als deutscher Marineoffizier ist es mir untersagt, Interna zu verraten. Und daran hält er sich. Die Behörden wollen ihn nach Kanada bringen lassen, wo viele weitere U-Boot-Besatzungsmitglieder gefangen gehalten werden. Henke erfährt von diesen Plänen. Er glaubt, dass er nun an die Briten ausgeliefert wird. Dort würde ihn ein Schauprozess und wahrscheinlich die Todesstrafe erwarten. Am Abend des 15. Juni 1944 beginnt Henke seinen täglichen einstündigen Hofgang. Nach 55 Minuten springt er plötzlich über den ersten Stacheldrahtzaun. For the first barrier of barbed wire. Er klettert einen Zaun hinauf. Ein Wachmann befiehlt ihm, stehen zu bleiben. Aber als er sich dem widersetzt, schießt dieser auf ihn. Eine Kugel geht direkt in den Kopf. Mindestens zwei weitere treffen ihn in den Körper. Kapitänleutnant Werner Henke, einer der größten U-Boot-Kapitäne Deutschlands, stirbt. Kein anderer U-Boot-Kapitän hat so viele Schiffe versenkt wie Werner Henke von September 1942 bis 1944. Jeder Verlust schmerzt die Kriegsmarine. Einen so berühmten Kommandanten zu verlieren, ist natürlich besonders dramatisch. Vor allem im Hinblick auf die Moral der anderen. Es sollte noch unzählige weitere Opfer geben. Der Fall des U-Boots U-515 hat gezeigt, dass Kommandanten wie Werner Henke so erfolgreich waren, dass die Alliierten unglaubliche Anstrengungen unternehmen mussten, um die U-Boot-Bedrohung endgültig unter Kontrolle zu bekommen.